Regina Halmig und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist beim Fitness First Freestyle Training. Ja, und ich habe mir auch Unterstützung mitgebracht. Einmal hier der Jonas und die Christine. Und die werden heute unser Training begleiten. Unser Workout heute, Booty Camp. Was bedeutet das? Wir wollen einen knackigen und wohlgeformten Po. Und los geht's mit dem Warm-up, okay? Alles klar. Hüftkreisen. Links beginnt. Und los geht's. Hier ist wichtig, dass das Brustbein offen ist. Der Fuß, der berührt den Boden. Ganz kurz. Ja. Und wir wechseln. Andere Seite. Ja. Sehr schön. Ja, richtig durchziehen. Noch 3, 2, 1. Sehr schön. Und weiter geht's. Links mit Beinkreisen. 4-mal. Darauf achten, dass wir hier die Füße immer zusammen haben. Und wir gehen in den Squat. Schulterbreit. Stellt euch vor, ihr setzt euch auf einen Stuhl. 3. Und der letzte. 4. Und wieder Wechsel. Beine zusammenschließen. 1, 2, 3, 4. Und wieder schulterbreit. 1, 2, 3. Oberkörper leicht gebeugt. 4. Und wieder schließen. Wechsel. 1, 2, 3. Ja. 4. Und wieder. 1, 2. Immer in der Körperspannung sein. 3, 4. Und schließen und wechsel. 1, 2, 3. Und der letzte. 4. Und nochmal Squat. 1, 2. Spannung. 3, 4. Die nächste Aufwärmübung ist der Lunge nach hinten mit Rotation. Links beginnt wieder. Los geht's. Im Wechsel machen wir das. Wichtig ist hier, dass der Druck auf der vorderen Ferse ist. Schön eindrehen. Ja, ich weiß, zu Hause trainieren, da muss man sich immer doppelt motivieren. Aber das geht uns nicht anders. Die letzten 3. Kommt, noch 2. Und der letzte. Sehr schön. Dann fangen wir an zu joggen. Dass wir ein bisschen auf Betriebstemperatur kommen. Ja. Und wir fersen an. Los geht's. Der Puls soll richtig in Betriebstemperatur kommen. Ja. Wer will, kann auch die Arme gleich noch mitnehmen. Das wird noch ein bisschen schwieriger. Die Knie hoch. Ja. In Hüfthöhe, nicht schummeln. Probier das bei dir zu Hause einfach so gut es geht. Wichtig ist, dass du Vollgas gibst. Und die letzten. Komm, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir kommen wieder nach unten. Okay, schwitzt ihr schon? Ja, sehr gut. Ich auch. Das war das Warm-up. Und jetzt starten wir mit unserem Workout. Für dich zur Erklärung, wir machen 6 Übungen und jeweils 45 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, 2 Durchgänge. Ich mache die normale Version und wer mehr möchte, der kann sich das beim Jonas abschauen. Er macht die schwere Version und wem das zu viel ist, der kann auch bei Christine schauen. Sie macht die leichte Variante. Los geht es mit der ersten Übung. Das ist ein Squat mit seitlichem Beinheben. Ich nutze dazu noch ein kleines Gewicht. Das habt ihr bestimmt zu Hause. Klar, ihr könnt auch Profigewichte nehmen, aber eine Wasserflasche, die ist garantiert daheim. Also, der Squat.
ihr geht nach unten und seitliches Bein heben. Ja? Und seitlich. Okay, also, los geht's. Kommt, 45 Sekunden, Vollgas. Ja, durchziehen, durchziehen. Ja, auch wenn euch niemand zu Hause kontrolliert, macht es einfach selbst. Ihr spürt, wenn der Puls ein bisschen nach oben geht, die Körperspannung, einfach immer ein Stück weit auch Selbstkontrolle behalten, wenn es anstrengend ist. Und über die Hälfte habt ihr. Wer es richtig anstrengend will, der geht richtig tief. Komm, geh mal richtig, ja. Spürst du es schon? Ja. Ansonsten wäre ich auch enttäuscht. Noch 3, 2, 1 und Zeit. Bevor wir jetzt zur zweiten kommen, wir haben 30 Sekunden Pause. Ich zeige es einmal. Wir machen Lunge vor und zurück. Wir starten mit dem linken Bein. Einmal zurück, ran und vor. Wieder zurück und wieder vor. Wichtig hierbei ist der Druck auf der Ferse. Sehr schön. Und ich mache nicht zu lange, denn ihr habt noch 3, 2, 1 Sekunde und ihr legt los. Auf geht's. Das ist hier die fortgeschrittene Variante. Immer wer mehr möchte, der soll das auch tun. Ihr müsst spüren, wo euer persönliches Limit ist. Dann könnt ihr euch langsam vortasten. Sehr schön. Die einfache Variante. Und hier kann man schon richtig schwitzen. Nochmal richtig durchziehen. Hälfte habt ihr schon geschafft. Nochmal ein Endspurt. Ja, genau. Vor. Kommt. Lasst es laufen. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und Zeit. Wieder kurz erholen, 30 Sekunden Pause, nochmal tief ein- und ausatmen, nicht oberflächlich, sonst bekommt man ganz schnell Seitenstechen. 30 Sekunden Pause hast du dir natürlich wieder verdient. Ich schnapp mir wieder die Flasche. Um keine Zeit zu verlieren, machen wir gleich die nächste Übung. Das ist der seitliche Ausfallschritt. Der Po geht dabei nach hinten und das Gewicht ist auf dem vorderen Bein. Hier wieder die Körperspannung. Und wichtig dabei, hier durchgestreckt lassen. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Los geht's. Sehr schön. Auch hier kann man sehen, die Rotation bei den Fortgeschrittenen. Hier für die, die sich noch nicht ganz trauen, das Profi-Level mitzuhalten. Das ist auch wirklich eine sehr gute Übung für die Oberschenkel, für den Po. Hier genau der Rücken, auch immer seine Spannung. Die letzten Sekunden. Es geht los. 5, 4, 3, 2, 1. Zeit. Ihr macht Pause. Ich erkläre die nächste Übung. Es ist der Woodchop. Hier habe ich wieder meine kleine Wasserflasche zur Hand. Und wir gehen aus der Kniebeuge in die Rumpfrotation. Der hintere Fuß, der dreht ein. Und auch hier wieder die Körperspannung. Jawohl. Letzten Sekunden laufen und wir legen los. Auf geht's. Die Körperspannung nicht vergessen. Ein gute Laune-Workout, aber mit viel Schweiß bitte. Ja. Immer für das Ziel kämpfen. Die letzten 10. Kommt. Nochmal. Ja. Letzten Sekunden. Durchziehen, durchziehen. Keine Pause. Die letzten Sekunden.
3, 2, 1.